Egal. Ja, Wendler. Nicht mal, das klappt. Hallo und herzlich willkommen zum Biervergleich mit Frank. und David. richtig. In der dieswöchigen Folge geht es um Grimbergen Blond. Ja, jetzt haben wir aber da zweimal Grimbergen Blond stehen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Verrückt. Ja, wolltest du jetzt Grimbergen gegen Grimbergen irgendwie Vergleichen? vergleichen, Ja. also Konkurrenz machen? Genau, und Warum zwar, das denn? ich weiß nicht, ob man das Ist das eine sehen von der kann. Venloer Straße und das andere von der Sülzgürtel oder wie? Das ist schwierig zu lesen wahrscheinlich. Ich lese es einfach mal vor, und zwar auf den Flaschen in der Mitte steht: Gebraut von Kronenburg, Frankreich, Vertrieb durch Carlsberg, Deutschland. Okay. Und auf den äußeren Flaschen steht drauf: Carlsberg Deutschland GmbH in Polen gebraut. Das heißt, die kommen aus Aha. zwei verschiedenen Brauereien. Das heißt, Und wir wollen ja einfach mal schauen, ob man da einen Unterschied schmecken kann oder nicht, wenn ein Bier aus verschiedenen Brauereien kommt. Ist nichts Ungewöhnliches. Es gibt Marken, die achten dann eher darauf, dass das Brauwasser dieselben Werte hat. Es gibt aber auch Marken, die sind strategisch jetzt nicht so wichtig, sage ich mal vorsichtig, wo da weniger drauf geachtet wird. Und jetzt schauen wir mal einfach, wie das bei Grimbergen ist. Und nutzen das aber auch prinzipiell, um halt Grimbergen mit Historie mal vorzustellen. Finde ich ja lustig. Die sind ansonsten komplett gleich. Nee, absolut Sie nicht. sind interessanterweise aus demselben Geschäft. Ja, aber die sind etikettenmäßig, sind die schon mal unterschiedlich, weil hier oben am Rand, siehst Stimmt. du, ist eine Schrift drauf. Ja, stimmt. Da sind Dann, mehrere Sprachen drauf noch, ja. ja. Dann hast du hier dieses, Nicht soll man schwanger und nicht nicht Auto schwanger und fahren. nicht Auto fahren, sonst nichts, aber hier steht nochmal drauf. Da steht noch eine Webadresse und was die Einheit ist und so. Das wird die französische Flasche sein, ja. Genau. Da Also siehst du ist hier mal. Französisch. Und dann ist das Etikett darüber geklebt. Das heißt, hier. Das macht man wegen der deutschen Deklaration schon mal. Also. Ja, weil du musst, wenn ein Artikel in Deutschland verkauft wird, müssen deutsche Zutaten draufstehen. Oh. Wohin wurde Julian Klose dreimal durchs Feuer zu schwören, wieder aus der Asche aufgebaut. Das ist ein Symbol der Abtei und der Grimberger Biere. Oh, ist doch super. Ja. Ja, Aber jetzt weiß ich, warum der Phönix da drauf ist. weshalb? Habe ich doch gerade vorgelesen, hast nicht zugehört. Nein. Ja, aber dann auf die Uhr gucken. Ne? Der Ja. Phönix ist drauf, weil dass das Kloster schon dreimal in Belgien dreimal durch Feuer zerstört und immer wieder aus der Asche aufgebaut wurde. So wurde der Phönix zum Symbol der Abtei und der Grimberger Biere. Genau. Ja. Da, 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 Da-da-da-da. da. Man hat auch vor ein paar Jahren das Etikett erneuert und hat den Phönix noch größer gemacht. Und dann sind Ja, wir auch schon bei der Geschichte. ja. 1128 steht auch auf der Flasche drauf, hat der heilige no Norbertus eine Abtei gebaut und hat angefangen zu brauen. Es ist dann zwischenzeitlich mal abgebrannt, mehr als einmal. Und durch die französische Revolution Hallo. wurde die Abtei geschlossen, dementsprechend auch kein Bier mehr gebraut. Sag mal Revolution. 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 1958 ist es dann durch die Brauerei Maas wiederbelebt worden als Grimbergen. Und die haben es dann aber nicht in dem Kloster gebraut, sondern rund 35 Kilometer nördlich vom Urstandort. Okay. 2007 ist es dann zur Alkenbrauerei gegangen. Die sind dann irgendwann mal zusammengegangen unter dem Namen Alkenmaas. Gibt es bis heute Alkenmaas, die Brauerei. Okay. Und seit 2008 allerdings sind die internationalen Markenrechte bei Carlsberg mit C, also bei den dänischen Carlsberg. Nur in Belgien wird es weiterhin von Alkenmaas unter Lizenz von Carlsberg gebraut. Hat ein bisschen was damit zu tun. Grimbergen hat eine ganze Zeit lang zu Scottish Newcastle gehört. Scottish Newcastle ist in Carlsberg mit C und Heineken aufgegangen. Das heißt, man hat sich die Marken so ein bisschen geteilt.
Der eine hat das bekommen, der andere hat das bekommen. Ja, und Grimbergen ist halt zu Carlsberg mit C gegangen. Dementsprechend wird es mittlerweile auch an diversen Braustandorten gebraut. Mhm. Unter anderem bei Kronenburg und wie wir in der Kronenburg-Folge ja schon hatten, bei dem 1664. Das ist halt eine Carlsberg-Marke. Ja? Was jetzt ein bisschen kurios ist, man sagt, man hat 900 Jahre Braukunst, aber in den 900 Jahren wurde 160 Jahre nicht gebraut. Und dementsprechend, ja, kann man machen, muss man nicht. Ja, aber ich muss sagen, es gab ja auch immer wieder Kriege und sonst was. Ja, genau. Da wurde ja auch nicht mehr gebraut. Also von daher, ich meine, obwohl 160 Jahre ist ja schon eine Zeit. Ist schon eine Zeit, ja, genau. Das Blond, was wir hier heute haben, wird in der Form seit 1993 produziert. Ist also ein eher jüngeres, weil man hatte damals 1958 angefangen, das klassische und tatsächlich dann alte, dunkle zu brauen. So, wobei das jetzt auch, als wenn ich das schon so sehe, für ein Blond recht dunkel ist. Ne? Das ist eher so dunkelblond. Aha. Da, da. Ja, genau. Es hat 6,7%, ist obergärig, also somit zu den Ales gehört das. Ist mit Weizenmalz. Von daher würde man schon fast vermuten, es ist vielleicht eher ein Weizen oder ein Zwickel. Aber wenn man die Zutaten liest, Wasser, Gerstenmalz, Glukosesirup, Weizenmalz, karamellisierter Zucker, Farbstoff und Hopfenextrakt. Das heißt, weit entfernt vom deutschen Reinheitsgebot. Und dann, ja gut, es ist halt 1993 erst ins Leben gerufen worden. Man müsste sich jetzt das Dunkel mal angucken, ob das solche Zutaten hatte, die man vielleicht 1128 noch nicht hatte. Okay, das ist jetzt das Französische, ne? Die mittleren sind die französischen. Ja, weil auf den anderen steht drauf Wasser, Gerstenmalz, Glukosesirup, Weizenmalz, karamellisierter Zucker und Hopfenextrakt. Also was der hier Farbstoff fehlt, ist der Farbstoff. Mhm, wobei die Farbe eigentlich gleich ist, ne? Ja, aber... Ja, doch. Das ist schon sehr ähnlich. Ja, weil dann frage ich mich, warum tun die der Farbstoff überhaupt rein? Tja, keine Ahnung. Oh, da kommt aber Karamell. Oh, oder? Also das riecht jetzt, finde ich, ein bisschen intensiver, kann aber auch damit zusammenhängen bei mir, weil hier kein Schaum mehr drauf ist. Darf ich mal bei dir? Aber nicht die Nase rein. Mm-mm. Wir sind schon ein bisschen dichter beieinander. Aber hier, wenn du mal riechst. Die sind schon, ja, aber dann geht es schon Richtung, dass der Schaum es trägt. Mhm. Ja klar, also Schaum ist ja auch ein Geschmacksträger, ne? Und gerade da, deswegen beeilen wir uns manchmal auch so ein bisschen, ja, weil der Schaum immer noch mal so ein bisschen anders riecht. Dann machen wir jetzt erstmal mit dem Polnischen. Polen. Genau, das kommt aus Polen und das kommt aus Frankreich. Nipoprichter. Oui, oui. Nastravi. Ach nee, das war ja was anderes. Nastravi, ja. Hey. Ich weiß, diese, wo Weizenmalz drin ist, ist nicht so deins. Ne? Also es schmeckt tatsächlich wie ein kräftigeres Zwickel, würde ich mal sagen. Wo ein bisschen tatsächlich auch dieses dunklere Malz im Geschmack sich widerspiegelt. In Form von Karamellmalz halt. Ne? Es ist Das ist das Avenir. Wie ist das Malz noch ausgeprägt, wenn du mich jetzt mal so fragen würdest? Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Weil das ist ja, du vermutest, okay, es könnte anders schmecken. Ja, da versuchst du einen Unterschied zu finden. Das kann auch sein, dass es total gleich ist. Schmeckt da voll wirklich den Farbstoff raus. Ja, geil. Absolut. Man merkt sofort, da ist Farbstoff drin. Also es ist ja. Nein. Ganz ehrlich. Also so ganz. Sie sind schon sehr dicht beieinander. Ja.
Die sind wirklich sehr dicht beieinander. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches war, aber eins war im Viererpack auf dem Aufbau und das andere war als lose Flasche in der Kiste. Ja, das war der Unterschied, wie es im Markt war. Das war nicht aus derselben Kiste, um Gottes Willen. Also was ich immer wieder vermute, ist ja eigentlich so, dass wenn es eben halt in Belgien, in Frankreich, in Deutschland oder sonst wo gebraut wird, das Wasser ist ja auch anders. Das Wasser ist irgendwie durch Stein gelaufen oder durch Sand gelaufen, sage ich jetzt einfach mal, und ist ja anders gefiltert worden. Dass da irgendwie der Geschmack anders ist. Das eine Wasser ist härter, das andere ist weicher. Mhm. Und jetzt hätte ich mir hier eigentlich erhofft, irgendwo zu sagen, wow, ja, das hat irgendwie mehr so, ich sag jetzt mal blöd, mehr den sandigen Geschmack und der mehr den steinigen Geschmack oder so. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es einer auch mehr malziger oder weniger malziger schmeckt. Nee, sie sind schon sehr dicht beieinander. Die haben beide eine starke Malznote. Ja. Eine sehr starke Malznote. Und ja, leider Gottes liest man ja nicht. Also Weizenmalz, ja. Und Gerstenmalz. Und ich denke mal, der karamellisierte Zucker, da tut sein Übriges dabei. Ja, klar. Also nichtsdestotrotz, ich finde immer noch, das ist ein bisschen intensiver als das. Aber das ist wirklich nur ein Hauch. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein, da ich ja nicht so dieser Dunkelbiertrinker bin. Das ist nochmal. Also es ist. Das schon, ist ein Blond. Ja, das ist so wie das Radler Natur. Das Wasser ist glasklar, aber das Natur ist trüb. So wie die Wahrheit. Na, Zitronensaft ist doch trüb. Mhm. Gibt auch klaren Zitronensaft dann bestimmt. Ja, der ist dann verarbeitet. Aber auch egal. Aber ich meine, letztendlich, okay, ich weiß nicht, wie dir das Bier schmeckt. Mein Fall ist es nicht. Mir ist es einfach zu malzig. Ja. Aber im Sinne von, wie schon draufsteht, also in Richtung Karamellmalz, malzig. Ja. Das ist auch so eins, da trinkst du ein Glas. Und dann bist du auch, da hast du dieses Sattgefühl, finde ich. Ne? Ja, das ist so ein Bier, wo du nicht unbedingt nochmal ein zweites Glas trinkst. Obwohl, es gibt ja bestimmt welche, die noch zwei, drei Stück davon trinken. Absolut, können. Geschmäcker sind verschieden. Eben, total, Gott sei Dank. Also es ist jetzt nur für mich gesprochen. Ja. Ja. Gott sei Dank und von daher. Aber es ist interessant einfach, wir hatten ja schon mal das Reisdorf aus Amerika und aus Köln. Yep. Und da war ja natürlich... das. Aber das war aus derselben Brauerei, ne? Ja, aber da hatten wir einen wahnsinnigen Unterschied geschmeckt. Jupp, das war komplett anders. Und deswegen hatte ich mir jetzt eigentlich erhofft, können wir wieder sagen, unterschiedlich. Ne? Mhm. Also das ist komischerweise, zwei verschiedene Standorte schmecken gleicher, wie ein Standort, der für Amerika braut und für Deutschland. Ja, also ich glaube, beim Reisdorf war es wirklich ein bisschen anderes Rezept. Und wie gesagt, es gibt, man macht das oft bei Bieren, die dann auch einen gewissen Stellenwert im Unternehmen haben. Da wird dann sich quasi die Mühe gemacht, egal wo das Bier gebraut wird, da wird das Wasser auf die Werte des Originalbraustandortes gefiltert oder des Stammbraustandortes. Und dann die Rohstoffe werden sowieso aus denselben Quellen kommen. Ja. Also da wird dasselbe Malz drin sein, da wird die Hefe ist eh gleich, da wird auch derselbe Hopfen drin sein, von daher ist immer das Wasser der Unterschied. Und aber klar. Wenn man das dann filtert und quasi dieselben Mineralienwerte hat, dann ist der Geschmack ja auch gleich beim Wasser. Ohne Frage. Ne? Und damit dann auch das Endprodukt. Ja. Ja, faszinierend. Danke ich dir, ne? Für diese Erfahrung. Ja, ich sehe die Begeisterung. Er weiß ganz genau, dass das nicht so mein Bier ist. Ist nun mal so. Ja, Dito, da bin ich auch dabei. Malzige Bier, das ist schon. Ja, ich mag ja auch keinen dieser. Wie heißt denn das? Schwarzbier? Ja, Schwarzbier. Ja, irgendwann wollten wir ja mal Guinness probieren. Ja, Guinness ist aber auch schon irgendwie. Das ist halt irgendwie cool, ne? Man muss es nicht unbedingt mögen, aber ein Guinness ist halt ein Guinness. Okay. Ja. Mit diesen Worten würde ich dann sagen, danke fürs Zuschauen. Da ist ja gar nichts mehr dran. Da kannst du ja mal ein Glas nehmen. Und bis nächste Woche. Danke, ciao, ciao.